Herzlich willkommen bei den Tabletop Eagles. Heute ein neuer Battle Report. Mhm. Und was spielen wir? 1000 Punkte. Vom Projekt? Genau. Jetzt. Ogre? Genau, Ogre gegen Imperium. Genau. Jetzt darf ich mal gegen das Imperium ran. Und ich bin gespannt. Die letzten Spiele mit den Ogern, die liefen ja nicht so gut. Aber mal schauen. Diesmal gegen Menschen. Ich freue mich. Gucken, was sie reißen können. Mhm. Zauberer letztes Mal ganz gut performt. Ah, das, ich durfte ja das mir angucken. Alter Schwede. Jetzt die Ritter mal gucken gegen Ogre. Ich denke mal, im Nahkampf werden sie... Ja, vor denen habe ich auch ein bisschen Schiss. Du hast ja fast nur eine Nahkampfarmee, ne? Deswegen, ja, die wäre schon... Also die Aufballtreffer nicht, aber wegen den Lanzen. So heißt das. Und dann haben die auch Stärke... Sind das innere Circle? Nee, das sind die normalen. Haben den 5, also nicht oder? Inner Circle. Haben sie eine Stärke 5, das ist gut. Ja, aber reicht auch, um Ogre wegzukloppen, ne? Die haben nur... Und auf 3 dann? Die schlechte Rüstung. Ja, mal schauen. Ja, wie gesagt, 1000-Punkte-Projekt. Ich würde sagen, auf geht's zu den Armeen, dann das Spielfeld und dann geht's los. Also viel Spaß. Hier wieder die 996 Punkte des Imperiums, die 69 Modelle. An der Armee hat sich halt gar nichts getan, sind immer noch die 1000 Punkte für unsere kleine 1000-Punkte-Aktion. Und ich fange einfach wieder an mit dem Kommandanten. Hier mein Hauptmann zu Pferd, Rossharnisch, Zweihänder, Zauberer, Stufe 2, schon ausgewürfelt mit der Lehre des Feuers für den Feuerball und den brennenden Schädel. Noch mein Hexenjäger. Gut, dann kommen wir zum Kern. 20 Speerträger mit angeschlossener Abteilung von 10 Musketen. Meine Bogenschützen mit Musketen. Dann in der Elite die beiden, also sprich Pistoliere mit Bündelmusketen-Champion und hier mein Mörser. Oh, Unterstützung, meine 5 Stück. Er zählt immer noch als Trupp-Champion, weil ich den Rest natürlich immer noch nicht da habe. Wir nehmen hier quasi einen Rutsch auf. Ja, und das waren meine 69 Modelle. Noch anzumerken, um meine Punkte wieder vollzukriegen, Champion, 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 überall drin. Und dann war's das. Das war's schon mit 1000 Punkten Imperium. Hier meine Ogre-Armee aus dem 1000-Punkte-Projekt. Ihr habt es ja schon gesehen gegen die Hochelfen. Aber ich sag mal, da ging das ja unentschieden aus, in Anführungsstrichen. So, und jetzt dürfen sie heute gegen das Imperium ran von Ludolf. Ja, die Armee ist ja wie gehabt, ihr kennt sie ja. Vorweg der Brecher, dann 5 Ogerbullen mit Kommando, wo er quasi reinkommt. Dann links daneben die 6 Ogerbullen mit Champion und Standarte. Dann ganz links außen die 3 Bleispucker. Dann haben wir hier vorne rechts die 3 Vielfräße mit dem Ogerpistolenpaar Gift und Zielsicher und dahinter den Steinjagd. Ja, gegen die Hochelfen fand ich es ja ganz gut, hat auch Spaß gemacht und ist ja dann unentschieden ausgegangen, mehr oder weniger. Ja, und heute gegen die Menschen ran, die sind natürlich mehr, die haben mehr Manpower, aber sind ja auch nicht so gut wie ein Elf an sich. Also der Mensch an sich ist ja nicht so gut. Der Elf an sich. Ja. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt los und ich bin schon gespannt, wie sie sich schlagen. Also, auf geht's. Ja, hier ist unser heutiges Schlachtfeld. Wir haben es schon abgesteckt. Es geht hier Richtung Imperiale Burg. Und ja, wir können ja mal die Seite rauswirbeln. Gerne. Ich das. Fünf. Geht ja schon gut los hier. Ja, dann such dir mal aus. Ja, ich bleib hier stehen. Du bleibst da stehen. Ja gut, du hattest auch 6 und ich hatte 6, ne? Mhm. Gut, dann können wir ja würfeln, wer anfängt. Das war... Ja. Tja. Dann würde ich sagen, fange ich mal an. Dann bist du dran und dann können wir ja mal die Armeen zeigen, wie sie stehen. Alles klar, auf geht's. Ja, die Armeen sind aufgestellt. Dann fangen wir an hier auf deiner, also linken muss Seite. Die Vorrundbewegung deine... muss ich noch machen. Ach ja, genau, dann machen wir. Ja, bevor wir jetzt hier aus. Die 12 Zoll nach vorne, ne? Bisschen wegen dem Wald. Mhm. So, also. Also, Pistoliere hier an die Seite gestellt, Rotbewegung nach vorne. Die Ritter wollte ich nicht frontal in Leine reinschicken, stehen hier an der Seite. Im Zentrum stehen meine
Schwerträger mit Hexenjäger und Abteilung. Auf der linken Seite dann meine Bogenschützen mit Abteilung. Magier drin. Und das war's. Also ihr bildet meine Flanke. Mal gucken, ob die hält. Ansonsten sieht es von mir aus, als würde ich so rüberkommen. Ja, ja. So, fangen wir bei mir mal an. Hier meine linke Seite. Der Ogerblock ohne alles. Dann der Steinjagd in der Mitte. Der Brecher mit seinem Gefolge. Dann rechts außen hier die Bleispucker und die Vielfräser. Ein Schützentrupp da. Genau, ich war um ein früher fertig. Mhm. Mal gucken hier, was passiert. Dann würfeln wir. Aber gut. Werde ich wohl nicht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, fange ich mal an. Runde 1, der Oger. Mhm. Magie hattest du auch ausgewürfelt schon? Ja, hatte ich schon in der Armeevorstellung. Also für dich einmal die brennenden Schädel. Ja. Auf 18 Zoll Reichweite. Ja. W3 Lebenspunktverluste und geht halt durch. Ja. Also so wie eine Stärke 6, wie so eine Speerschleuder ist die quasi. Und muss dann halt Moraltest machen, die Einheit. Also ich habe ihn ja gesehen, wie er bei den Hochelfen gewütet hat. Und dann habe ich noch den Feuerball, also den Grundzauber. Mhm. Ich hatte Doppel 1 gewürfelt, so konnte ich mir quasi einen auf aussuchen. Habe ich dann auf die Totenschädel gelegt und den anderen habe ich dann den anderen habe ich dann auf den Grundzauber gelegt. Ja, bin ich ja mal gespannt. Und ich bin ja auch mal auf ihn gespannt hier, was er so kann. Ja, er setzt deinen dein Brecher als Ketzer ein. Ja. Und darf gegen den dann Verwundungswürfe wiederholen. Ich hoffe, es kommt gar nicht so weit. Mal gucken, ne? Alles klar, dann Runde 1, der Oger. Auf geht's. Runde 1, der Oger. Ja, was ist passiert? Die Jungs, 12 Zoll... Nee, gar nicht. Was rede ich denn? 8 Zoll nach vorne, weil ich habe hier noch was auf der Flanke und dass die Ritter nicht in Reichweite kommen. Der ist vor, ich glaube auch nur 12. Die sind aber auch, also er kann 14 eigentlich marschieren. Die sind volle 12 nach vorne. Mhm. Die 6 und die 6, dass wir noch schießen können. Komme ich jetzt auch gleich zu, weil Magie habe ich ja keine bei 1000 Punkten. Die Jungs haben mit Ziel sicher auf ihn geschossen und konnten ihm einen Lebenspunkt ziehen. Gift, ne? Schön auf die 6 Wunden. Genau, auf 6. Und nicht so, ne? Das ist gefährlich. Genau. Die Jungs haben auf die geschossen, auf die 6. Aber leider keinen getroffen. Trotz 13 Schüsse. Genau, 13 Schüsse. Ja, das war meine erste Runde. Jetzt kommt deine erste Runde. Und dann ist das die letzte Runde für die Flanke. Hoffen wir es. Ja gut, das ist ja nun mal eine reine Nahkampfarmee. Ich muss ja nach vorne, sonst bringt mir das ja nichts. Weil Schießen ist nicht so wirklich und Magie habe ich auch keine. Also bleibt mir anders über. Ja. Ja, dann bist du dran. Ja, Runde 1 Imperium. Runde 1 Imperium. Was ist passiert? Meine Schützenreiter, hätte ich fast gesagt, meine Pistoliere, die hier standen, sind einmal rumgeritten. Dann die Reiter haben sich eingedreht, damit sie hier gleich die Flanke bedrohen können. Stehen geblieben, eingedreht in Richtung Bedrohung. Und so weit, dass ich mit ihm noch schießen konnte. Der Rest hier stehen geblieben, damit ich mit denen schießen konnte. In der Magiephase dann, der Zauberer hat versucht, seinen Totenschädel einmal hier schön durch die drei Modelle zu ziehen. Den hat er mir von vornherein weggebannt, da hat er keine Lust drauf gehabt. Gott sei Dank. Hat dann aber noch keine Bannwürfe mehr gehabt und ich hatte noch den Feuerball, genau. Und der Feuerball ging dann hier rüber, hat für 5 Lebenspunktverluste gesorgt. Genau, der hat jetzt noch einen. Und ja, Moraltest. Genau, verkackt sind sie gelaufen. Genau. Dann in der Schussphase habe ich versucht mit dem Pulk und ihm hier noch ein bisschen was rauszuschießen. Ja, ich habe genau einen getötet, reicht leider nicht für den Moraltest. Nein. Ja, ich hätte gerne gehabt, dass die weglaufen und nicht mehr ranstürmen, aber gut. Steinjagd musste ich so ein bisschen ignorieren, weil ich ja die anderen Trupps erstmal zum Weglaufen bringen wollte. Die haben geschossen, die haben glaube ich einen Lebenspunkt gezogen, genau. Mhm. Von dem halt und die haben tatsächlich 2 Ogerbullen weggeballert. Ja, also Pistoliere, ja. Top, ne? Also kann ich noch empfehlen, die Jungs. Jetzt die kurze Reichweite, ne? Das macht sich schon bemerkbar. Ja. Der Mörser? Ja, der Mörser wollte hier schön auf ihn anlegen, so mit der Schablone rauf, aber 10 Zoll in die Richtung abgewichen, also nichts passiert. Gut, hätte ja auch noch Stärke 2 gehabt, sag ich mal. Ja, der Treffer in der Mitte vielleicht noch ein bisschen, aber hat nicht gelohnt. Ja, Mörser ist gegen deinen Trupp nicht ganz so sinnvoll, aber... Ja gut, so war es ja, 1000 Punkte geschrieben, 1000 Punkte angemalt und das ist ja die Hauptsache, was man da jetzt einsetzt, ist halt... Flexibel, ist auch gut. Finde ich auch gut. Ja. Ist ja wie so auf so einem kleinen Turnier. Du suchst ja auch das aus, mit dem du spielen willst und nicht das. Genau. Kannst dich ja nicht gegen den Gegner rüsten. Ja, dann würde ich sagen, bin ich fertig. Kommen wir zu deiner Runde 2. Runde 2. Runde 2. Der Oger. Was ist passiert? Ja.
Ganze Menge. Es ist eigentlich, was, wie soll ich sagen, ich habe ein lachendes Auge, ein weinendes Auge, sagt man das so? Ja, ja, richtig gut. Ja, ich habe Angriffe angesagt. Die Oger, die hier standen, auf das Regiment. Abwehrfeuer. Ja, warte mal, der Steinjack auf das Regiment und die Oger, die hier standen, mit dem Tyrann hinten auf die Bogenschützen. Was ist passiert? Hier habe ich gewürfelt, bin rangekommen, dann durch das Abwehrfeuer, durch den guten Herrn und die hier, habe ich tatsächlich einen Mann verloren, musste testen, bin geflohen. Hier habe ich mit 3 Würfeln glorreich eine 6 gewürfelt, die 2 höchsten, also hatte ich eine 4, bin nicht rangekommen, jetzt steht er davor, hat nichts gemacht. Ja, die Jungs sind rangekommen, dann ist das ausgeartet in eine wüste Klopperei. Im Abwehrfeuer habe ich tatsächlich einen Lebenspunkt verloren durch den Bogenschützen. Im Nahkampf, den Nahkampf habe ich dann glaube ich um 8 gewonnen. Ja. Ich habe dann verfolgt, du bist aber 11 Zoll gelaufen und warst auf einer Kante. Genau, ich habe den 5, genau. Im Nahkampf auch noch eingezogen, also einen Lebenspunkt gezogen. Ja, ich bin mit 5 hinterher, die sind auch auf der Flucht. Genau, die standen daneben, 8er Moral gewürfelt. Und dann habe ich das ja schon alles hier vorgegriffen. Dann kommen wir mal zurück zur Schussphase. Die haben sich hier gedreht, haben dann das Feuer eröffnet. Auf die guten Herren sind 3 gegangen. Haben sie gerade so bestanden, die Moral? Moralwert hat er bestanden mit 7, alles soweit super. Ja, und auf der ganz äußeren Flanke konnte ich die sammeln. Die haben ja Moralwert 8. Mhm. Jo, so sieht es aus, ne? In der Totalen hier. Jo, zweite Runde, Ober, jo. Wüste Klopperei hier, jetzt kommt die zweite Runde des Imperiums. Ja. Und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Alles klar, dann viel Spaß. Runde 2 Imperium. Was ist passiert? Angriff angesagt, mit meinen Speerträgern da rein. Wie man sieht, haben sie es geschafft. Ansonsten, die haben sich noch gesammelt. Und der Rest, ja, ihr seid stehen geblieben. Ihr habt hier rumgeschwenkt, damit er so ein bisschen an der Flanke steht. Und hier habe ich überlegt, ob ihr mit angreift oder ob ich mit denen lieber schieße. Ja, dann habe ich mich dazu entschieden, lieber zu schießen. Dann kommen wir zur Magiephase, können wir überspringen, Schussphase. Genau. Dann habe ich mit denen in den Rücken geschossen und nichts gemacht. Mit denen hier nach vorne geschossen, einen gezogen. Also 3 Lebenspunktverluste von den 5 Schuss von denen da oben. Einer weg, ja. Sind echt gute Pistoliere, wirklich. Mhm. Diese Runde machen sie sich gut. Mörser. Die haben nichts gemacht. Der Mörser wollte auf die hier schießen, weil die nicht ganz in Reichweite sind, weil da würde ich gerne noch einen Lebenspunkt ziehen, damit ich da entweder die Punkte oder halt nochmal den Moraltest verkacke von denen. Musst du auf die schießen. Ich verkacke die genug Moraltests. Entschuldigung. Also damit die zwingen, den Moraltest zu verkacken. So, ja, und dann kam das Handgemenge. Angegriffen, Abwehrfeuer mit einem komischen Haken, ist mir erstmal eingezogen. Ein Mann weggegangen, ja. So, dann Moraltest, 12, Angst gehabt. Genau, hatten Angst die Jungs. Darum habe ich, wurde ich so leicht getroffen. Mhm. Und dann habe ich im Angriff nur einen Lebenspunkt gezogen, Widerstand 6 halt, muss ich auf 6 runden, wird nicht so leicht. Ich hatte ja auch nur mal ein paar über 10 Angriffe mit Champion und meinem komischen Held. Mhm. Ja, wir haben nicht allzu viel gemacht, einen gezogen und du hast dann von dem da oben, der hat auch einen weggenommen, das Jack hat glaube ich 4 oder 5 weggenommen und dann nochmal das Niederwald nochmal 6 weggenommen. Hast schön die 6 gewürfelt. Das Niederwald ist recht heftig mit 6 Stück. Ja, also gut getroffen wegen dem Angst. Dann hat er den Nahkampf gewonnen und ich musste testen, weil ich um was weiß ich 6 oder so verloren hatte, aber bin standhaft und habe auf einer Moralwert 5. Wegen einem Mann. Genau. Ja, einmal, guck mal, ey, du hast 11 gezogen insgesamt mit Abwehrfeuer und 6er niedertrampeln und wegen den Angst hast du mit dem Oger und dem Steinjack auf 2 auf 3 getroffen. Also war schon heftig. Ja, war echt gut. Ich hoffe jetzt trotzdem, dass sie noch eine Runde halten, weil sie jetzt vielleicht keine Angst haben. Weil die da stehen. Und dann richtig schön mit den Lanzen in den Rücken reinlassen, in die Seite. Das wäre ganz toll. Das wäre ganz toll, ja. Gucken wir mal, ne? Ob sie jetzt noch eine Runde stehen bleiben. Bin mal gespannt. Dran und bist noch ein bisschen rumwüten. Jo, dann meine Runde 3. Genau. Auf geht's. Ja, ich war ja dran. Runde 3 Oger. Was habe ich gemacht? Die Jungs haben sich gesammelt, habe ich umgedreht. Die sind von hier rüber gegangen, die von hier hinten noch sind darüber gelaufen. Marschiert, 12 Zoll. Die haben sich umgedreht, ja, das ist es gewesen. Ja, dann haben die auf die Ritter geschossen, leider nur eine Verwundung gemacht, die er dann weggerüstet hat. Auf die 4, ja. Oh, ganz gut gewürfelt. Ja, und hier das Kampfergebnis habe ich dann im Endeffekt um 5 gewonnen.
Er hat Moralwert noch von 3 gehabt. Naja. Und ist stehen geblieben tatsächlich. Naja. So, dank dem Hexenjäger. Und einen Lebenspunkt habe ich noch verloren. Ja. Dank dem Hexenjäger. Na gut, mal gucken, was passiert. Ich denke mal, gleich kommen die Ritter und dann wollen wir mal schauen, wie sich das hier so entwickelt hier im Zentrum. Und sonst ist es noch relativ ausgeglichen, finde ich. Die hier werden bald weggeraucht. Ja, und dann kommt jetzt die Runde 3 des Imperiums. Ja. Tatsächlich. Mal gucken. Auf geht's. Runde 3 Imperium. Jetzt habe ich auch ein lachendes und ein weinendes Auge. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich schon letzte Runde oder dieser Runde geärgert, dass die stehen geblieben sind mit Moralwert 3 und Ludolf hatte sich ja so gefreut. Mhm. Ja, was ist denn jetzt passiert eigentlich? Ja, ich habe einen Nahkampfangriff angesagt mit denen hier. Sie sind 7 Zoll von der Grundbewegung. Ich hätte noch eine 6 würfeln müssen mit 3 Würfeln. 1, 2 und 3 gewürfelt, also mit der 5 komme ich nicht ran. Tja. Ja, 3 Zoll nach vorne gestappt und wollen jetzt gerne angestürmt werden von dem scheiß Vieh. Hallo. Entschuldigung. So, dann bewegt, die Pistoliere sind hier rumgeritten. Mhm. Die sind stehen geblieben, also die 3, ja. So heißt es. Dann haben die hier geschossen. Mhm. Hier noch 2 Lebenspunkte gezogen. Mhm. Fest bestanden. Dann die Pistoliere, den hier, nur 1 Lebenspunkt gezogen. Mhm. Und die hier haben 1 Lebenspunkt bei den Ogern gezogen. Moral verkackt und jetzt nur einer da und der ist auf der Flucht. Ja, der sammelt sich wahrscheinlich nicht mehr so leicht, weil er ja unter 25% ist. Mhm. Gucken wir mal. Die hier hat versucht, hier noch aufzuschießen. Scheiße, war vielleicht mir egal, ich wollte noch einen rausnehmen, damit er vielleicht da noch einen Moraltest machen muss. Ja, hat wieder 4 Zoll abgewichen, wieder irgendwo anders hin. Hat noch keiner getroffen. Gut, dann würde ich sagen, kommt meine 4. Runde. Die können wir abschreiben. Und hier gucken wir mal. Ja, alles klar, dann 4. Runde der Oger. Jo. Auf geht's. Runde 4 der Oger. Was ist passiert? Erstmal Angriff angesagt. Die Jungs haben den Angriff auf die Schützen angesagt. Ja. Und der Steinjack hat den Angriff auf die Ordensritter angesagt. So, dann restliche Bewegung. Der gute Mann ist hier rumgelaufen. 6 Zoll. Diesen 6 Zoll vorgegangen. Dann kommen wir zur Schussphase. Die Jungs haben, ich hatte glaube ich 16 Schuss ausgewählt, ja. Aber dann so schlecht weiter. 2 Treffer, 2 Wunden. 2 Treffer, 2 Wunden, 2 Musketenschützen gegangen. Ja, er hat mit seinem Pistolenpaar, konnte er hier einnehmen, Moraltest bestanden. Mhm. Wo wir gerade Moraltest sagen, hier, der ist weitergelaufen, der Einzelne. Und das war's ja schon, dann Nahkampf. Ich habe noch einen Lebenspunkt gezogen. Tatsächlich, bei meiner Inni. Die Musketenschützen, übelst heftig. 5 getroffen, 5 gewundet, übelst heftigen Typen. Also für der Oger, der hintere, hat einen Lebenspunkt verloren und dann wurden die halt aufgewischt, komplett. Habe 9 Zoll überrannt. Stehe jetzt kurz vor den Schützen. Ja, dann hier mit dem. Ja. Der macht im Angriff 3W3, Stärke 6, Aufballtreffer. Wenn man über 10 würfelt, oder 10 und beziehungsweise 10 und, oder über 10, meine Güte. 10 und mehr. 10 und mehr, das wäre zu einfach gewesen. Mhm. Macht der 3W3 plus 3. Natürlich habe ich eine 10 gewürfelt und hatte dann 9 Aufballtreffer der Stärke 6 und habe dann alle gewundet und dann sind alle Ritter gegangen und der Hauptmann hat 1 Lebenspunkt verloren. Der Reiter hat dann nichts gemacht. Der Hauptmann hat zugeschlagen, hat mit seinem Zweihänder sogar eine Wunde gemacht, die ich dann aber noch gerüstet habe. Auf die 6. Auf die 6. Und Moral wird verkackt. 7 Zoll gerannt und ich habe ihn mit 9 Zoll überrannt. Ja, meine Ritter sind weg. Die wurden, ja sag ich ja, das Glück, ne? Hm. Sonst, ich würde jetzt weitersprechen, aber dann müsste Manuel wieder einen Piep drauflegen, deswegen lasse ich es einfach. Ja, es geht immer hier hin und her, muss ich sagen. Ja gut, ich habe jetzt... Und jetzt sieht das mittlerweile schon ziemlich eindeutig aus. Ja gut, aber es kommt jetzt deine 4. Runde. Hm. Ein paar Punkte noch holen. Und ja, auf geht's. Jo. Runde 4 Imperium, geht jetzt recht schnell. Du bist ja richtig fix unterwegs. Die sind stehen geblieben, haben geschossen, dort 3 Lebenspunktverluste verursacht. Genau. Moral bestanden. Moral gerade so bestanden mit 7. Den ist beim Reiten so eine Hand abgefallen. Der will auch dementsprechend nicht mehr. Hat er auch nicht mehr getroffen. Mhm. Und er hier hat geschossen auf den Typen, wieder 4 Zoll abgewichen hierhin. Genau dazwischen. Die hat noch nicht einmal getroffen. Ja, die Imperiale Artillerie, dieses Spiel. Das ist echt nutzlos, muss man sagen. Ja, das war's. Ich habe eine Oger gezogen. Gut, Runde 5 der Oger.
Auf geht's. Runde 5 der Oger. Was ist passiert? Angriff habe ich hier auf die Schützen angesagt. Ja, dann der gute Mann hier ist weitergeflohen vom Spielfeld. Weg war er. Dann den habe ich gedreht. Die hätte ich gedreht. Die konnten dann nicht schießen. Kommen wir gleich zur Schussphase, genau. Der hat dann auf den letzten verbliebenen Pistolet geschossen und ihn weggegiftet mit einer 6. So, der ist hier noch weiter rüber gelaufen. Hatte dann auf den Mörser geschossen mit seinem Fanghaken, aber nichts gemacht. Ja, und der Nahkampf ist so ausgegangen wie der letzte mit den Schützen. Ja. Bis auf den letzten Mann aufgerieben. Ja, das war's jetzt. Ja, ich hätte jetzt noch eine Runde, bevor es das stirbt. Wir können ja mal kurz noch auswürfeln. Ich würde hierauf schießen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht noch 2 Leben ziehe, um noch die Punkte für den Trupp zu bekommen. Der erste Volltreffer. Gut, dann haben wir den unter der Kugel. Ja, der unter der Kugel verwundet nicht. Und ich glaube, mit einer Stärke 2 reicht die 5 auch nicht aus. Ja, das war's. Das war's schon, ja. Ja, die letzte Runde können wir uns, glaube ich, sparen, oder? Ja, das ist ja selbsterklärend. Also, hast du mich getaggelt? Das Ding angreifen und dann wird es gegessen. Ja, hätte ich gar nicht gedacht. Sag ich mal, es sah wirklich anders aus. Wenn du so über das Schlachtfeld gehst, dann, ja, ihm hier nur 2 Leben gezogen, hier nur 2 Typen weg, den 6er-Block, den habe ich weggemacht, hier nur 1, genau, und hier 2, aber gut, dafür kriegt er die Hälfte. So. Super. Haushof verloren. Waren wir frei. Hätte noch mal schön spannend begeistert. Endlich durfte ich mal den Steinjag in richtigen Aktion sehen. Gegen die Hochelfen war es mir ja nicht sonderlich gegönnt, sag ich mal. Und gegen die Untoten wurde ja weggeschrien. Deswegen, ja, war super. Alles klar, aber wir können ja gleich nochmal sprechen, also darüber sprechen in der Nachbesprechung. Genau. Und ja, das waren jetzt wieder 1000 Punkte von unserem 1000 Punkte Projekt. Jetzt haben wir uns 3 erstmal durch. Jetzt sind wir 3 erstmal durch. Alles klar, auf geht's zur Nachbesprechung. Ja, was soll ich sagen? 1000 Punkte, Projekt. Ja, durch. Letztes Spiel für uns. Letztes Spiel, also das heißt letztes Spiel. Ne? Bis was könnten wir noch draus machen? Aber fürs Projekt erstmal. Ja, gegen Hochelfen jetzt angetreten, jetzt gegen Imperium. Und was sagst du zu den Ogern? Es sind wenig Modelle, ja, auch von den Lebenspunkten her. Ne? Wenn man so überlegt, 3 Lebenspunkte im Typ. Steinjagd noch ein paar Lebenspunkte mehr, was fast so viel. Genau, durchgerechnet, du hattest glaube ich 69 Lebenspunkte, genau. Und ich hatte 60. Also 70 mit dem Champion, der hatte 2. Ja, also ist relativ ausgeglichen, sag ich mal, von der Anzahl der Lebenspunkte her, finde ich. Mhm. So. Und das Spiel, ersten Sieg, sogar hier eingefahren mit den Ogern. Unglaublich, hätte ich niemals gedacht. Wurde nochmal spannend, da die dritte Runde hat er entschieden, ne? Tja, wie gesagt, ne, das Glück ist eine Hure. Ja. Manuel, du musst einen Piep drauflegen. Ja, ich hatte dir ja die Flanke geboten. Dann hattest du ja mit deinem glorreichen Moralwert von 3 da stehen geblieben. Und dann hat er sich so gefreut, ja, ich komme mit den Rittern in die Flanke, ich nehme ins Ding wieder. Und ich sage, warte doch erstmal. Hat ja nur noch viel Leben gehabt, wäre so schön gewesen. Genau, und dann kam er nicht an. Ja. So ist es halt, ne? Wenn der Zauberer in der zweiten Runde geht, hast du nur noch Ritter zum Schaden machen. Ja, ich hatte mir das, also ich durfte ja live dabei sein, als Ludolf gegen Manuel gespielt hat. Und da war ja dieser Feuermagier so stark. Und da habe ich gedacht, den musst du weghauen. Den musst du so schnell wie möglich weghauen. Und dann mit den Vielfräßen halt einen Lebenspunkt gezogen durch Gift. Und dann denkst du, oh nee. Und ja, Gott sei Dank konnte ich ihn dann angreifen und dann war das Ding auch gegessen. Obwohl, ne, Bogenschützen nochmal drauf geschossen, Abwehrfeuer von den 2 Trupps da, Moral hielt. Also es ist echt eine super Einheit, finde ich. Diese große Einheit Bogenschützen zählen sogar als Hauptregiment. Dann der Charakter drin, die sind Plänkler. Und auch wenn er eine Fehlfunktion, wollte ich gerade sagen, Zauberpatzer macht, sterben auch nicht so viele im Umkreis. Und was ich auch noch nie gesehen habe, dass jemand sich zum Bogenschützen eine Abteilung kauft. Ja, was soll ich sonst mit den 6 Typen machen? Ja, keine Ahnung, aber also vielleicht werde ich das sogar übernehmen. Im Abwehrfeuer? Beide konnten schießen? Richtig gut gewesen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Die Schützen generell waren schon mal gut, weil ich brauchte sie nicht bewegen. Die 6er-Trupp und der 5er- und der 10er-Trupp, die haben fast immer ein Ziel gehabt, konnten immer schießen, nie bewegt, keine Abzüge. Trotzdem immer nur 5, weil lange Reichweite. Ja, gut. Ne? Das Einzige, was die Oger halt rettet, ist der Widerstand 4. Rüstung haben sie ja eigentlich keine gegen sowas. Ja. Nur leichte Rüstung, das war's.
Deswegen, also ich fand, war echt ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht. Gab Höhen und Tiefen. Auch hier wären Armbrüste wieder gut gewesen. Also bis jetzt Musketen. 30 Zoll Stack 4, ne? Musketen brauchst du gegen andere Dosen oder Chaoskrieger oder sowas, ansonsten. Ja, ist halt über, ne? Brauchst du halt eigentlich nicht. Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß, wurde viel gelacht und viel geweint. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Spielbericht. Spielbericht. Also, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.